Super Tuesday in den USA. Diesmal hatten die Republikaner die Qual der Wahl. Die Demokraten setzen weiter auf Obama. Kann er sich also entspannen? Der Herausforderer. Wen muss Obama fürchten? Guten Abend zur Phoenix-Runde. Super Tuesday. Der Tag danach eher ernüchternd. Einen wirklichen, herausragenden Gewinner gibt es nicht. In 10 US-Staaten gleichzeitig haben die Bürger über ihren Favoriten für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten abgestimmt. Romney liegt zwar vorne, aber nur so gerade eben. Kann so wirklich Konkurrenz für Obama aufgebaut werden? Der Herausforderer. Wen muss Obama fürchten? Das ist unser Thema heute. Bei mir sind Thomas Jäger vom Lehrstuhl für internationale Politik und Außenpolitik der Universität zu Köln. Guten Abend. Melinda Crane, US-Journalistin. Christian Hacke, Politologe. Und Andrew Dennison, Direktor des Transatlantic Networks. Herr Hacke, jetzt ist es so, zum ersten Mal seit Jahrzehnten gibt es an diesem Super Tuesday nicht wirklich einen klaren Gewinner oder jemanden, der wirklich ganz vorne liegt. Sind die Kandidaten einfach zu schwach oder was ist in diesem Jahr das Problem? Also ich glaube zunächst, dass die Republikanische Partei selbst ein Problem mit sich hat. Dass sie nämlich, das hat die Kandidatenkür der letzten Wochen und Monate gezeigt, doch sehr zerrissen ist. Der, sagen wir mal, aufgeklärt konservative Flügel, sagen wir mal, hat schwer gelitten, hat Federn gelassen und zunehmend sind in den vergangenen Monaten, vergangenen Jahren ja, sagen wir mal, die rechtskonservativen, evangelikalen, Newborn Christian, Tea Party, Stichwort, die sind stärker geworden. Mhm. Und in diesem Feld nun sehen wir die Spannungen, wie sie sich entladen. Mit Romney personifiziert noch, wahrscheinlich noch am meisten Zustimmung innerhalb des, sagen wir mal, gemäßigt konservativen Lagers. Vor 4 Jahren war er übrigens an einer ganz anderen Stelle positioniert. Und die beiden anderen, also vor allem Santorum, da sehen wir doch, dass ganz stark der rechte Flügel dominiert. In dem Sinne, dass in diesem, wir sind ja im Vorwahlkampf. Mhm. In einem Vorwahlkampf sich doch die meisten Kandidaten, wie auch Gingrich und wie auch Paul, sich nach rechts orientieren. Und das ist die Situation heute. Mhm. Es ist noch ein Geben und Nehmen. Jeder kann noch gewinnen. Ich denke, es wird mit Romney sein. Aber es ist, die Republikaner sind in einer Zerreißprobe, ohne Zweifel. Frau Crane, ist das ein derber Rückschlag gewesen, wirklich für die Republikaner, dieses Ergebnis, oder war es eigentlich absehbar? Also historisch ist es sehr außergewöhnlich, wie wir gerade gehört haben. Normalerweise um diese Zeit würden wir eigentlich wissen, wer der Kandidat sein wird von den Republikanern. Aber es ist vielleicht nicht so überraschend, wenn man diese Kandidaten anschaut. Denn Mitt Romney, also die Mathe spricht für ihn. Er ist fast der Einzige, der wirklich genug Delegierte überhaupt kriegen kann, um also in August auf dem Parteitag zum Kandidaten gekürt zu werden. 1144 genau, muss es so am Ende muss sein. Es sein. Der ist noch weit davon entfernt, aber die anderen noch viel, viel weiter. Aber das ist nicht der Kandidat, der die Menschen wirklich begeistert. Und das sehen wir auch in den Umfragen, auch sogar die Leute, die für ihn gewählt haben. Das ist nicht aus großer Begeisterung und Leidenschaft, sondern weil sie sagen, er ist wählbar. Rick Santorum, das ist mehr der Mann, für den die Leute irgendwie doch brennen, aber er ist nicht wählbar, denn im November wird es auf die parteilosen Wähler der Mitte ankommen. Mhm. Und sie sind sicherlich nicht von den Themen so gefesselt, die von Rick Santorum angesprochen werden. Sie interessieren sich für die Wirtschaft. Und interessanterweise haben diese beiden Kandidaten ziemlich wenig gesagt über das, was sie wirtschaftlich machen was sie würden. Eigentlich am Ende Insoweit machen wollen, finde ich, ist es überhaupt eine Niederlage für die Partei. Mhm. Und die Partei ist dabei, sich absolut ins Abseits zu manövrieren. Herr Jäger, dieser Super Tuesday, was ist wirklich, wir haben jetzt schon so ein paar Argumente gehört, so anders an dem? Es war ja wirklich schon letztendlich so ein bisschen, jetzt haben wir so recht keinen, was passiert denn jetzt? Ja, anders war erstmal, dass es weniger Staaten gewesen sind, als das bisher war. Das heißt, der Prozess ist länger, den wir hier beobachten müssen. Das geht Stück für Stück. Das Zweite ist, dass dadurch, dass die Delegiertenstimmen proportional vergeben werden, auch klar war, die Verhältnisse bleiben zwischen den Kandidaten ungefähr so, wie sie sind. Mitt Romney hat immer noch mehr als alle drei anderen zusammen an Delegierten inzwischen zusammengetragen. Aber dass er in der Zahl der Delegierten sozusagen den Schritt vormacht, dass man sagt, der ist nicht mehr einholbar,
Das ist eben nicht geschehen, konnte aufgrund des Verfahrens auch nicht geschehen. Also eher doch Verfahren als jetzt ein Problem der Republikaner. Ja, aber was man erwartet hatte, war, dass er einmal einen Staat gewinnt, von der nicht so ganz sicher ist. Dass er einmal öffentlich überzeugend auftritt. Also wenn er Tennessee gewonnen hätte oder Ohio wirklich überzeugend gewonnen hätte. Mhm. Gingrich, nehmen wir ihn als ein Beispiel, der hat keine Chance, das für sich zu entscheiden. Sein einer Sieg in Georgia, der reicht ihm, um im Rennen zu bleiben. Und das hält die Partei davon ab, sich hinter einem momentan zu schließen. Mhm. Also das heißt, es ist eher die öffentliche Wahrnehmung. Der kann nicht liefern, als dass es der formale Prozess der Parteitagsdelegierten wäre. Herr Dennison, Sie haben einmal gesagt, am Ende gewinnt derjenige, mit dem man am liebsten ein Bier trinken gehen würde. Wer von den Vieren könnte das sein? Ja, keiner von denen eigentlich. Das erklärt, warum keiner auch mal wirklich eine Mehrheit hinter sich einigen kann. Also der, mit dem ich am liebsten immer noch ein Bier trinken gehen würde, ist sicher Barack Obama. Und für den war es ein Super Tuesday, ganz bestimmt. Denn er hat eine republikanische Partei gesehen, die noch zerspalten ist. Auch selbst verursachte Regeln, die das alles viel schwieriger machen. Also es ist nicht nur, dass sie sich nicht für einer entscheiden können, sondern die haben da ein Wirrwarr von Regeln entwickelt, sodass wirklich keiner nach vorne ziehen kann, dass es ewig dauern muss. Und das ist für Obama gut. Sicher für Obama ist auch gut in Virginia. Ein Battleground State, ja, wo es demokratisch oder republikanisch gehen könnte. Ja, da haben wir gesehen, gut, der Mitt Romney hat 60% der Stimmen gewonnen. Aber 40 haben für Ron Paul gestimmt. Das heißt, 40% der Republikaner in diese entscheidende Bundesstaat wollen Romney nicht. Und Wahlbeteiligung war auch sehr gering. Kein Enthusiasmus. Das gleiche für Ohio, eine andere entscheidende Bundesstaat im November. Da haben wir gesehen, Santorum könnte gerade 40% auf sich ziehen. Und die Interesse in Ohio im November wählen zu gehen für einen Mitt Romney. Ich weiß nicht. Also Super Tuesday für Barack Obama ganz bestimmt. Ich würde gerne die Kandidaten mal so ein bisschen auseinandernehmen. Vier haben wir ja, wenn wir mal mit Romney anfangen. Der Multimillionär, was ist das für ein Typ? Also ich glaube, dass in Amerika auf der einen Seite generell der Mann, der eine zweite Chance sucht, das ist immer noch was, was so eine gewisse Aufmerksamkeit mit sich bringt und was man auch toleriert. Aber ich glaube, seine Achillesferse ist, nicht nur der Reichtum, sondern die Art und Weise, wie er zum Reichtum gekommen ist. Er ist ja auch deshalb heftig angegriffen worden. Und ich glaube, können Sie das noch mal beschreiben? Ist er nun auch mit Hedgefonds? Ja, und so das war, also er wird viele Millionen gemacht haben auf eine Art und Weise auf Kosten des einfachen Mannes. Das können wir schon sagen. Ein Heuschrecke. Sehr schockierend, nicht? Und ich denke, ihm fehlt die soziale Ader. Ich glaube, er hat keine soziale Ader. Das muss im vergangenen Amerika vielleicht nicht immer notwendig gewesen sein. Aber ich glaube, dass jetzt die soziale Gerechtigkeitsfrage von dem Hintergrund des Crash vor 4 Jahren, viele andere Dinge mehr, dass die soziale Gerechtigkeitsfrage wichtiger geworden ist. Und ich denke, dass er da wirklich nicht punkten kann. Ich will nur einspringen, weil... Ja. Vielleicht fehlt es ihm nicht so sehr, wie er im Moment so erscheint. Denn ein großes Problem, was er hat, ist, dass er sich komplett verstellt und versucht, sich anders zu präsentieren, als er vielleicht früher gewesen ist. Immerhin hat er in meinem Bundesstaat in Massachusetts eine Gesundheitsreform eingeführt als Republikaner, die eigentlich das Vorbild ist für die Reform von Barack Obama. Ja. Das allerdings verleugnet er jetzt und sagt, nein, ich wollte überhaupt nicht so eine Reform und so weiter. Und das geht durch eine ganze Palette von Themen, wie wir wissen. Ja. Er hat, damals war er für die Homo-Ehe, inzwischen ist er dagegen. Damals fand er, dass Frauen das Recht auf Abtreibung haben sollten. Ja. Jetzt hat die Partei ewig darüber diskutiert, dass sie alle absolute Abtreibungsgegner sind. Ich glaube, ein Problem ist, und deswegen will man auch nicht mit ihm Bier trinken. So wird er genannt, Flip-Flop Romney, weil er seine Meinung permanent ändert. Er wirkt nicht authentisch. Vielleicht in Massachusetts. Ich fand es interessant, heute in Massachusetts haben 72% der Republikaner mit Romney gewählt. Also er ist wirklich ein Massachusetts Republican. Und wie Melinda weiß, Massachusetts ist ein ganz anderer Couleur von Republikaner, als wo ich zu Hause bin in Wyoming oder in Tennessee oder sowas. Er hat eben
auch eine Gesundheitsreform aber auch durchgezogen. Da sind Sie enttäuscht, weil Sie sagen, er verstellt sich. Wer ist das? Sicher, das ist nicht mehr der Politiker, den wir kannten. Ist es bei ihm auch das Geld, das da eine Rolle spielt? Er kann sich da einfach auch einen guten Wahlkampf leisten. Er kann sich einen guten Wahlkampf leisten und das wird in der Partei selbst schon negativ angesehen, weil da sind gewöhnlich die Kandidaten, die ganz viele Berater um sich scharen. Die Berater freuen sich über die Millionengehälter, die in dieser Phase anfallen. Und dann wird eben irgendein Skript abgerollt, wie Sie das gesagt haben. Man schaut danach, was wollen die Leute so hören. Und es gibt nicht wirklich so einen echten Kern, den man hier vermitteln kann. Und das wäre der Unterschied so ein wenig zu Ihren Ausführungen. Ich glaube, es geht darum, man muss das vermitteln können in einer bestimmten Zeit. Opportunismus ist eine Eigenschaft, die nicht allen Politikern völlig fremd ist. Insofern ist das auch nicht schlimm, wenn man mal eine Position wechselt. Und dass er Positionen jetzt einnehmen muss, wenn er in der Partei die Stimmen hinter sich sammeln will, die ein wenig anders sind als die Positionen, die er dann einnimmt, wenn er von allen gewählt werden will und vor allem eben die unabhängigen Wähler am Ende im November bekommen muss. Ja, das ist halt so. Ja. Und da ist immer das Spiel, dass man hofft, die Bevölkerung vergisst ein wenig, was man vorher gesagt hat. Darf ich noch einen Satz zu sagen? Ich glaube, dass Mitt Romney kein modernes Amerika verkörpert. Und dass auch in der Außenpolitik seine Positionen also ziemlich bizarr militant sind zum Teil. Mhm. Dass er mit unglaublichen Vorurteilen gegenüber Europa beladen ist. Dass er das gerade im Moment verteilt. Dass er mit Blick auf Syrien und Iran also wirklich militante Positionen bezieht. Wissen Sie was? Ich glaube auch da. Ich bin nicht überzeugt, dass das seine wahre Position sind, sondern er sagt das, was er meint, was die Tea Party hören will. Ja. Sie sind alle erstarrt vor diese Tea Party. Ja. Und sie glauben, dass sie genau diese Wähler, die Wähler des rechten Flügels, die irgendwie erzkonservativ, wenig Bildung, also oft also im Moment wirtschaftlich sehr prekär, dass sie diese Leute ansprechen müssen mit solchen, also auch militärischen Positionen, Angriff auf Iran und so weiter. Das wird konstruiert. Ich denke, eine große Schwäche von Ihnen, das ist nicht immer eine Schwäche in der Politik, aber zu sehr hat er seinen Finger in der Luft und schaut, welche Richtung Wind weht. Aber eine andere entscheidende Schwäche ist, dass er mit einem silbernen Löffel im Mund geboren ist, wie wir Amerikaner sagen. Er kam von einer reichen Familie. Sein Vater war Präsident von American Motors und Gouverneur von Michigan. Er ist aufgewachsen, unheimlich reich. Und wir haben Occupy Wall Street. Und wir haben Amerikaner, auch Republikaner, die sagen, die Banken, die werden immer vom Staat unterstützt. Und wer hilft denn uns? Und ich denke, hier hat er auch große Probleme. Aber reich ist noch nicht negativ, das wissen Sie, für Amerika. Es kommt darauf an, woher kommt der Reichtum und wie geht man damit um? Und wie geht man damit um? Wenn wir uns mal noch den zweiten Kandidaten, der jetzt vielleicht noch eine Chance haben könnte, Santorum, angucken, er der Erzkonservative. Welche Chancen hat er noch? Was ist er für ein Typ? Ich denke, er hat kein Profil. Ich meine, der steht für diesen sozialkonservativen Ethos. Er ist auch nicht reich geboren, sondern kommt von einfachem Hintergrund. Er war mal im Senat. Er ist nicht Romney. Er ist sozialkonservativer, hat aber nicht drei Frauen gehabt wie der sozialkonservative Newt Gingrich. Und deshalb geht man mit denen als der geringeren Übel für diese Flügel der Republikaner sozialkonservativ, die natürlich die Jugend auch weitgehend vertreibt. Ich meine, deshalb holt man den rein, weil er relativ jung ist, aber die Republikaner kann er animieren. Am Ende, der Grund war aber wichtig zu wissen, warum diese Leute auch drin bleiben. Sie warten, dass Romney stolpert, dass er eine Krise erlebt. Denn die wissen, er hat nicht die Mehrheit der Stimmen hinter sich. Und deshalb glaube ich, die bleiben alle noch lange drin, auch der Rick Santorum. Mhm. Soziologisch gesehen ist Santorum eigentlich eine ziemlich interessante Erscheinung. Also sicher nicht jemand, der gewählt werden kann von der breiten Bevölkerung. Aber nur kurz anzumerken, er ist Fundamentalist eigentlich, religiös gesehen, aber auch katholisch. Das ist außergewöhnlich. Er hat 7 Kinder und alle würden zu Hause ausgebildet in der Familie. Keins von diesen Kindern ist zu einer Schule gegangen. Das sind Positionen, die auch bei diesen erzkonservativen Wählern im Westen so weiter eigentlich beliebt sind. Denn das sind Wähler, die den Staat per se eigentlich fast ablehnen, könnte man sagen. Also je
weniger staatliche Einmischung, desto besser. Außer deswegen, Verbot der Homo-Ehe und der Abtreibung. Deswegen, die sind sozialkonservativ mit Bibel im Hand. Ja, das ist sicher. Aber deswegen sogar die Ablehnung von öffentlichen Schulen. Das ist wirklich für Europäer sehr fremd. Aber Santorum, der verkörpert diese Themen selbst. Und insoweit ist er eine Identifikationsfigur für diese Schicht. Mhm. Das ist eine kleine Schicht in Amerika insgesamt, aber in der Republikanischen Partei, wie wir sehen, im Moment ziemlich mächtig. Also Jäger eigentlich glaubwürdiger? Lebt er mehr das, was er da auch vorgibt? Nicht glaubwürdig, sagt? Vor allem dann, wenn man sich anguckt, für welche Gesetze er eingebracht hat im Senat und wo er nachher Beraterverträge gehabt hat. Also seine Millionchen hat er auch danach gemacht. Ne? Aus einfachen Verhältnissen doch in den Millionärstatus gekommen. Ich würde gern, wenn Sie erlauben, auf einen dritten Kandidaten ein ganz kurzes Schlaglicht werfen, der übersehen wird, aber dessen Einfluss man nicht unterschätzen darf, Ron Paul. Der auf den wären wir noch zu sprechen gekommen. Dann stelle ich sofort zurück. Bitte, wir können ja mit ihm weitermachen. denn er ist sozusagen das Gegenteil dieses jungen Santorum, der die älteren Wähler anzieht. Das ist der alte Ron Paul, über 70 Jahre alt, der die jungen Wähler anzieht. Ja. Er ist derjenige, der die Jungen wirklich in Begeisterung bringt. Er ist derjenige, der, wenn man die Umfragen sieht, sozusagen das Wählerprofil von Obama vor 4 Jahren derzeit verkörpert. Indem er viele unter 40, unter 20 eben dazu bringt, seine libertären Positionen einzunehmen. Und das ist ein eigentümliches Phänomen in diesem konservativen Spektrum. Da gehört es auch gar nicht so richtig rein und doch ein wenig. In der Ablehnung staatlicher Einmischung sind die sich einig. Aber Ron Paul würde zum Beispiel nie wie mit Romney fordern, dass man irgendwo militärisch eingreift. Ich würde sagen, das geht uns nichts an. Ron Paul ist der geborene Isolationist. Das muss man klar sehen. Und als Libertare eigentlich konsequent. Denn er sagt, der Staat darf auch nicht all diese Kriege unterstützen und finanzieren. Ja. Und das ist wenigstens konsequent. Ja. Ich denke manchmal, dass Ron Paul, seine Bedeutung wird eigentlich sein, dass er als Wegbereiter seines Sohnes, der auch Libertar ist und ziemlich mächtig jetzt schon, dass er vielleicht als Wegbereiter des Sohnes diese Ideen, also den Boden für diese Ideen fruchtbar macht und dass wir viel mehr hören werden über den jüngeren Wenn wir noch ein paar Jährchen warten, er vielleicht nachrückt. Der vierte im Bunde, Gingrich, den wollen wir natürlich jetzt auch nicht hinten rüber fallen lassen, hat jetzt auch nicht die Riesenchancen im Moment. Gingrich, nein, das ist auch ein bisschen bizarrer Mann. Ich finde, die sind alle ziemlich bizarr. Mit Romney ist eher ein bisschen synthetisch, aber die anderen sind sehr bizarr. Und Gingrich ist, finde ich, enorm bizarr. Nicht nur mit seinen Mondvorschlägen. So militant in der Außenpolitik. Er hatte eine große Zeit gehabt damals im Senat selbst, aber da ist er ja auch nicht nur ruhmreich abgegangen. Ich finde, Gingrich hat manche Parallelen zu Romney, manche. Aber er ist authentischer als Romney auf jeden Fall. Aber Gingrich wird, glaube ich, keine Chance haben. Die Frage ist, was wird die Empfehlung sein von Gingrich, wem seine Stimme zukommt? Das ist, glaube ich, das das Entscheidende. Mhm. Ne? Aber sollen wir ganz kurz ein bisschen auch auf Klatsch eingehen bei Gingrich, denn das ist eigentlich unvermeidbar. Bitte Klatsch. Als er erforschte bei Clinton, bei der Lewinsky-Affäre war er derjenige, der Clinton gejagt hat mit der Lewinsky-Affäre und gleichzeitig hatte er selbst eine Freundin zu dieser Zeit auch. Die auch Praktikantin war, Praktikantin. Frau Crane hat da die richtigen Klatschinformationen. Wie genau war es denn? Er hat sie am Ende geheiratet. Ja, immerhin. Das ist seine dritte Frau. Ja, gut. Die ersten zwei hat er verlassen unter sehr dubiosen Umständen, unter anderem, als sie sehr krank waren. Mhm. Und diese dritte Frau, also diese ehemalige Praktikantin, sie wird durch ganz Amerika bestaunt und bewundert, weil ihr Haar sich überhaupt nicht bewegt. Es ist wie ein Helm. Und Callista steht immer bei allen Events da mit diesem perfekten Haar. Also sie ist ein richtiges Markenzeichen geworden. Newt Gingrich hat auch ein Haar, die ein Markenzeichen ist. Der Newt Gingrich, wie er sich zeigt, wie er auftritt, ich glaube, der ist der bissigste, der Bulldogge der Republikaner. Und das schätzen manche amerikanische Republikaner. Gerade so der mannige Mann, der immer noch der letzte Flucht der Republikaner ist, diese weiße, unausgebildete Leute, die schätzen sehr seine bissige Art. Und
und er kommt auch gut an im Süden. In Georgia hat er gewonnen. Ja. Bei einigen Sozialkonservativen, komischerweise, ja, so religiös und evangelikalisch wie sie sind, dulden sie auch einen Fehler, wo eine Sünde, wo man dann wieder auferstehen kann. Denn es gibt sehr viele Doppelstandards, muss man sagen, unter die Rechtsreligiösen in Amerika. Das erinnert ein bisschen an Buchanan früher. Ja, in der bissigen Art. Und ja, er nimmt auch, ich meine, die Sci-Fi-Republikaner, die so in die Zukunft schauen, Mondforschung und neue wissenschaftliche Entdeckung, der war immer sehr nah an die Familie. Wenn ich jetzt zusammenfasse, haben wir bizarr, wenig authentisch. Also die Kandidaten scheinen alle doch etwas wackelig zu sein. Wer kann denn da Obama oder kann denn Obama da überhaupt jemand jetzt gefährlich werden? Ich glaube im Moment nicht. Ich würde hier, Ihnen zustimmen, der Sieger heute ist Obama, eindeutig. Mhm. Aber was interessant ist, wir haben ja noch nicht über die inhaltlichen Fragen gesprochen. Mhm. Und eigentlich die Fragen, die Amerika bewegt, Die kommen auch noch, aber die Frage wäre wirklich, ist die Wahl eigentlich schon gemacht im Moment? Bitte? Ist die Wahl eigentlich schon sozusagen für Obama gewonnen? Nein, das ist nicht. Das hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Ich glaube, es spricht vieles für ihn. Also wenn das bei 2,5 und weiter aufwärts geht oder sich da hält, das ist nicht schlecht für ihn. Mhm. Was übrigens, was wir gerade machen, wird in Amerika rauf und runter gemacht heute, nämlich Expectation Management. Ja. Wir steuern alle weit nach unten jetzt mit den Erwartungen an Mitt Romney. Vielleicht hilft ihm das denn. Denn niemand mehr denkt, der kann's. Mhm. Und es ist noch eine lange, lange Zeit bis November. Es kann vieles passieren. Die Wirtschaft könnte sich wieder schlechter entwickeln. Das wäre für Barack Obama ein Problem. Was könnte ihn in Bedrängnis bringen? Die wirtschaftliche Situation ist wirklich jetzt Number One, die Nummer Eins, wo alle drauf blicken und sagen, es muss besser werden. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Und wenn die Arbeitslosigkeit wieder steigen sollte, sie ist jetzt etwas runtergegangen, aber wir haben immer noch rekordhohe Arbeitslosigkeit. Wenn sie doch wieder in die Höhe schießt, das ist für Barack Obama sehr problematisch. Wenn in Europa eine sehr große Krise käme, wegen Eurozone, und das wiederum in eine weltweite Rezession schlagen würde, dann wird Amerika auch natürlich sehr viel Schmerz empfinden. Auch das ist für Barack Obama problematisch. Deswegen hat er sich so reingehängt immer bei dieser Frage der Eurozone. Und dann gibt es viele andere Faktoren. Ölpreis noch weiter nach oben, Krieg tatsächlich mit Iran in irgendeiner Form, vielleicht von Israel. Wer weiß, wer davon darunter leidet und wer davon profitiert, aber es ist auf jeden Fall auch ein Faktor für die Politik. Mhm. Also viele, viele Faktoren, die die Situation in Amerika beeinflussen können und damit auch die Wahl. Mhm. Aber selbst wenn all das jetzt nicht eintreten würde, dieses Horrorszenario, von internationalen Konflikten, einer Eskalation oder von rasant steigender Arbeitslosigkeit, ist Romney noch lange nicht abzuschreiben. Ja. Denn momentan ist es so, dass es Obama nicht gelingt, die Wählergruppierungen, die ihn das letzte Mal ins Weiße Haus getragen haben, wieder zu motivieren. Da sind ziemlich viele ziemlich enttäuscht von dem, was in den letzten drei Jahren geschehen ist. Und andererseits wird sich, sollte Mitt Romney wirklich der Kandidat werden, werden sich eine ganze Reihe von denen, die ihn jetzt in den Vorwahlen nicht gewählt haben, dazu entscheiden, wohl ihn zu wählen, weil sie Obama aus dem Weißen Haus raus. Wo hat denn Obama hauptsächlich enttäuscht? Was ist das, was sozusagen auch sein Charisma im Prinzip hat ein bisschen abschwächen lassen? Na, ein bisschen abschwächen lassen ist gut. Seine Kompetenzwerte sind ein Drama für ihn als Präsident. Er ist mit etwas über 60% gestartet. Das war schon, für einen Anfang sozusagen verhalten, weil das so das Niveau ist, wo Präsidenten normalerweise sich einpendeln. Und jetzt sind das so 43%, 44% Zustimmung. Das sind immer mehr. Das hat sich geändert. Wir sind auf 50% Zustimmung gekommen. Gallup heute mit 43%. Ja, aber Washington Post hat letzte Woche 50% gemacht. Das ist so volatil. Und es sind sozusagen die Ablehnung, dass man sagt, ne, ich bin mit dem nicht einverstanden, in welche Richtung die Politik geht, ist immer höher wie die Zustimmung. Und die Erwartung, das Land ist auf dem richtigen Weg. Da sagt eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner, der Obama hat seine Position gesteigert. Ich denke auch etwas konkreter. Wie könnte er denn verlieren? Was bedroht ihn denn? Wir haben schon hohe Arbeitslosigkeit angesprochen. Die Jugend erleben besonders hohe Arbeitslosigkeit. Wenn die nicht stimmen gehen, hat er ein Problem. Nur er hat auch das Glück, dass die Jugend in Amerika, die Millennials, sie sind überproportional gewachsen, um 4 Millionen seit 2008. Selbst wenn er einige verliert, wird es ihnen trotzdem helfen, werden die Jugend ihn in den Amt, denke ich, schon reinbringen. Mhm.
Also ich stimme Ihrer Einschätzung mit Obama nicht ganz zu, aber ich gebe zu, das ist auch eine Einschätzungsfrage. Ich glaube, dass Obama auch in Amerika gesehen wird, ich glaube auch von einer Mehrheit, auch heute, als eine überragende Führungspersönlichkeit. Und ich glaube, es wird seit vielen Jahrzehnten keinen Präsidenten gegeben haben, der unter solch widrigen Umständen, ja, so viel geleistet hat. Er hat ein schwieriges Amt übernommen und mit vielen Schulden, mit Kriegen. Mit einer Obstruktionsstrategie der Republikaner gelähmt, die nichts anderes taten, als ihn nur zu Fall zu bringen. Er hat dabei Haltung bewahrt, das kostet eine Menge Haltung bewahrt. Er hat, was die Domäne ist der Republikaner, die Außenpolitik, keine Angriffsfläche. Außer den kleinen Dingen, die die Republikaner ihm vorwerfen. Er hat eine brillante Außenpolitik gemacht, nach Maßgabe der schwierigen Umstände, also nicht die Mittel und jetzt leading from behind. Also ich finde, er hat in der Außenpolitik das Beste getan, was man in dieser schwierigen Situation tun kann. Und bis auf kleine Sticheleien können sie im Außenpolitik, gerade die Republikaner, die sonst die Außenpolitik als ihre Domäne ansehen, nicht an den Karren fahren. Und Frau Crane, wenn wir sagen, dass die Arbeitslosigkeit sich halbwegs hält oder vielleicht ein bisschen zurückgeht, wenn die Wirtschaft weiter anspringt, glaube ich, dass das alles für ihn spricht, weil er große Persönlichkeit ist. Und in der zweiten, glaube ich, in der zweiten Amtsperiode, wovon ich eigentlich, ich sag's mal so frei rein, ich davon ausgehe, dass er, das sind neben ihm sind das, das ist, nicht? Also Zwerge sind das. Ich bin eigentlich auch davon also überzeugt. Mehrheit der Amerikaner sieht das, glaube ich, auch. Und da wird er durchmarschieren, hoffe ich jedenfalls. Ich gebe zu, dass das subjektiv ist. Und ich glaube, dass auch die Werte, wie sie jetzt auch sein mögen, haben bisher noch nichts zu sagen. Da hat Melinda Crane recht, es ist noch eine Zeit zu gehen. Aber in dieser Zeit können sich auch die republikanischen Bewerber noch ein bisschen aufreiben. Und wir sind ja im Vorwahlkampf, wenn der Wahlkampf losgeht, er wird genüsslich, ja, wie die sich gegenseitig zerfleddert haben, wird er genüsslich alle Zitate nehmen und er wird Romney auseinandernehmen. Der wird gar nicht mehr da sein. Ja? Ich glaube, es gibt ein Landslide-Victory für Obama. Wenn wir von Zustimmung und Ablehnung sprechen, dann lohnt es sich auch zu schauen, was die sogenannten Exit-Polls, also die Umfragen nach dieser Wahl, uns sagen über Zustimmung und Ablehnung von der Republikanischen Partei. Die Ablehnung ist dermaßen gestiegen in den letzten 4 Wochen, dass es wirklich beängstigend sein müsste für die Partei. Und es gibt sogar Stimmen innerhalb der Partei, die sagen, müssen wir eventuell eine Riesenniederlage erleben, um zu wissen, was wir uns selbst antun. Eben mit genau diese Zerrissenheit und diese Negativität innerhalb der Partei, in der Werbung, in den Angriffen. Selbst Barbara Bush, also die Mutter von George W. Bush, sagte, das sei die schmutzigste und hässlichste Wahlkampagne, die spielt sie das jetzt Obama in die Tasche? Also kann Obama sich da jetzt gerade drüber freuen? Das stimmt natürlich völlig. Die Beschreibung stimmt völlig. Es wird nur nicht so gesehen. Und es stimmt auch völlig, dass das jetzt ein schmutziger Wahlkampf ist. Es stimmt, dass die Republikanische Partei in diesem Vorwahlkampf negativere Werte bekommt. Das ist aber völlig normal. Das haben wir vor 4 Jahren bei der Demokratischen Partei erlebt. Also das sind alles Prozesse. Beim Vorwahlkampf vor 4 Jahren haben beide, sowohl Hillary Clinton als auch Obama, als noch nicht entschieden war, haben beide mit sich hart behakt, aber beide haben gewonnen in ihrer Statur. Ja. Beide haben gewonnen, während hier eine völlig andere Situation ist. Übrigens nur eine Fußnote zu Frau Bush. Dieser Wahlkampf ist nicht, es gab viel schlimmere Wahlkämpfe. Ob nun, was Johnson über Goldwater gesagt hat, was man Thomas Jefferson angehängt hat, 1820, er würde mit seiner schwarzen Sklavin schlafen. Das war nicht in der Lebzeit von Barbara Bush. Wir sind jetzt wieder beim Klatsch gelandet. Und Jefferson hat ja damals mit Sally, mit der Schwarzen. Wir sind jetzt wieder beim Klatsch gelandet. Unsere Zuschauer können ja auf Facebook mitdiskutieren, auf der Phoenix-Seite. Und dort hat jemand geschrieben, wem muss Obama fürchten? Niemanden, da keiner die Republikaner geschlossen hinter sich stellen kann. Also das geht jetzt auch schon in die Richtung, über die wir geredet haben. Spielt das wirklich Obama gerade in die Tasche, dass im Prinzip da keine wahrzunehmende Konkurrenz da ist? Wird es ihm sonst schlechter gehen? Man sagt aber, dass ein Präsident nicht
gewählt wird, sondern höchstens abgewählt. Das heißt, wenn man wie mit George Bush vor 4 Jahren so unzufrieden ist, dann ist man bereit, selbst ein unbekannter Kandidat wie ein Schwarzer aus Illinois zu wählen. Wenn man aber nicht unzufrieden ist mit der Präsident, dann ja, kann es eine Rolle spielen, dass der andere nicht Kompetenz ausstrahlt, dass er vor allem nicht die Wählerschaften einigen können. Denn genau wie die Jugend hinter Obama steht und von den sozialkonservativen Republikanern vertrieben wird, eine andere wichtige Wählerschaft sind die Minderheiten. 26% der Wähler. Es sind immer mehr Minderheiten in den USA, es sind immer weiter 26% der Wähler 2008, wir erwarten 28% der Wähler 2012. Diese Minderheiten stimmen für Demokraten, weil die Republikaner ihn vertreiben. Die Republikaner haben so eine harte Einwanderungspolitik, dass sie diese zukünftige Wählerschaften wirklich vertreiben. Also Jugend weg. Santorum will Mauern bauen nach Mexiko. Und letzter Punkt, wo die Republikaner Probleme haben, ist mit Frauen. Gerade in dieser Woche haben wir immer wieder War against Women. Das ist zur trendende Wortwahl geworden, weil einige Republikaner und auch einen Talkshow-Moderator, der Rush Limbaugh, haben schweinische Sachen gesagt. Und Teil von dieser ganzen Verhütungshilfe für Frauen, das vertreibt die Frauen. Und die Frauen sind die Zukunft Amerikas. Ja. Entschuldige, aber die werden immer reicher, immer schlauer, immer mehr, haben Abschlüsse von Unis. Der weiße Mann, der letzte Zuflucht der Republikaner, wird immer schwächer. Ja. Also, Herr Hacker, man kann Obamas Außenpolitik loben. Ja. Aber man gewinnt ein Wahl nicht mit der Außenpolitik. Zugestimmt. Gewinnt mit der Innenpolitik. Man kann aber der Wahl mit der Außenpolitik verlieren. Vielleicht nur ein letzter Punkt. Jimmy Carter. Der hatte eine Katastrophe erlebt, als er versuchte, die Geiseln aus Iran zu retten. Ja, der war plötzlich nicht mehr der Held, sondern der Verlierer. Ja. Es könnte Obama auch passieren, in diese gefährliche Welt, dass irgendwas völlig schief geht. Wenn man auf die Außenpolitik wirklich blicken, im Moment hat es wieder Gespräche mit Netanyahu gegeben, Konflikt Israel-Iran, jetzt soll es auch wieder Gespräche mit Teheran geben, dort haben jetzt die Staaten zugestimmt. In welche Bedrängnis bringt das Obama jetzt gerade in diesem Wahlkampf? Also Andrew Dennison hat völlig recht, mit Außenpolitik wird in der Regel keine Wahl gewonnen. Das wollte ich schon sagen, aber ich sage nur, die Republikaner haben das immer als ihre Domäne angesehen und hier finden sie kaum Angriffsflächen bei ihm. Ich glaube, wir sehen jetzt gerade was ganz Typisches im Wahlkampf, so wie sie sich alle vor der Tea Party verneigen, die Republikaner, natürlich auch vor Israel. Die Wählerstimmen, die israelische Lobby kann von keinem umgangen werden. Mhm. Und jeder macht seinen Bückling. Jeder. Ja. Und ich sage mal, vermutlich etwas zähneknirschend, auch Obama. Ja. Aber er macht eine, wie ich finde, geschickte Außenpolitik, indem er das Problem Iran versucht, Zeit zu gewinnen, wenigstens bis zur Wahl. Und nun, wie es nun weiter mit den anderen Problemen geht, das muss man abwarten. Aber er hat, glaube ich, gezeigt, und das ist das Entscheidende, und da können die Republikaner ihm nicht an den Karren fahren. Er hat keine Abstriche davon gemacht, dass Amerika weltweit die Ordnungsmacht Number One bleiben soll. Er macht es aber geschickter, weil die Mittel nicht mehr so stark sind. Und ich glaube, bis auf einige Demutsgesten, die er hinnehmen musste beim Besuch in Peking und einige andere Dinge, hat er in der Regel gezeigt, dass mit Amerika zu rechnen ist. Mich übrigens erinnert die Außenpolitik von Obama am meisten an die Außenpolitik von Richard Nixon, an das pentagonale System. Die USA in der Mitte wie die Spinne im Netz und versucht, das Bündnissystem auszutarieren und auch das der potenziellen Gegner. Und ich denke, dass er, ich will es mal mit einem Wort fassen, das Problem der Anpassung. Ob Amerika sich an den Rest der Welt anpassen muss, weil es jetzt im Moment ziemlich schwach ist in vielerlei Hinsicht. Und umgekehrt natürlich zu versuchen, dass auch die anderen sich wieder an die amerikanische Führungsrolle anpassen müssen. Das ist ein schwieriger Grad und den geht er. Frau Crane, sollte es jetzt aber doch eskalieren, Israel, Iran, was würde das für Obama bedeuten? Wie könnte er sich positionieren? Er hat ja gesagt, gut, man schreckt nicht völlig vor militärischem Eingreifen zurück. Also er hat eigentlich, ich finde, er hat nicht unbedingt ein Kowtow zu Israel gemacht. Nein, jetzt gesagt, bei der. China. Nee, aber auch, weil Sie sagten, auch Obama vor, also AIPAC, also er hat gerade vor der größten israelischen Lobbyorganisation in Amerika gesprochen. Aber da sagte er zum Beispiel ganz eindeutig, leichtfertiges Gerede ist
schadet uns. Mhm. Also leichtfertiges Gerede hilft eigentlich nur Iran. Damit meint er diese ganze Diskussion auch in Israel darüber, ob man einen Militärschlag die gegen Moment Iran sehr ausartet in den Zeitungen. Alles ist das denke. Barack Obama, finde ich, eigentlich relativ klar da vorgegangen und sagte, wir setzen auf Diplomatie und Druck. Das ist sicherlich der richtige Weg. Ja. Sollte Israel nun doch einen Schlag gegen Iran üben, welche Wirkung das auf Obama haben könnte in Sache Wahl, denke ich, schwer zu vorauszusagen und eigentlich für mich in dem Fall nicht die Priorität in der Analyse. Das hätte schwerste Auswirkungen auf viele, viele Aspekte und das ist vielleicht nur eigentlich dann eine Nebensache. Ja. Das ist ein Randaspekt, der aber sozusagen für ihn natürlich in dem Moment nicht unwichtig ist. Ja. Ein paar Sachen sind vielleicht hier übersehen. Erstens muss man erkennen, so wichtig wie die israelische Lobby in Europa gesehen wird als Teil der amerikanischen Politik, mit seiner israelfreundlichen Position. Die meisten Juden in Amerika wählen demokratisch. Und die meisten Juden in Amerika haben auch eine Position, das viel differenzierter ist gegenüber Israel, als man vielleicht vermuten würde, wenn man nur diese AIPAC anhört. Ich denke, dass wir auch sagen können, in den letzten Wochen hier in Europa gab es eine Art, die Himmel fällt runter, es gibt bald einen Krieg im Persischen Golf gegen Iran. Und das war wirklich eine Missverständnis der Entwicklung. Denn wir haben gerade gesehen, dass Israel bereit ist, amerikanische Position und Schutz zu akzeptieren, ist wohl im Wissen, wie Sie sagen, Melinda Crane, dass Israel allein keine permanentes Schaden an Iran anrichten kann. Und wenn Obama dann auch sagt, die Iraner bieten Möglichkeit an, mit uns zu sprechen über einen Weg, die Nuklearwaffe doch zu verpönnen, weil der Islam dagegen ist, das hat er jetzt in dieser Woche gesagt. Mhm. Ich denke, wir sehen schon Iran unter Druck, Obama wieder möglicherweise vor einen Erfolg in der Versuch, Iran doch von seinen Nuklearwaffen abzuwenden. Sicher ist auf jeden Fall, dass die Mehrheit der Amerikaner keinen Krieg gegen Iran wollen und dass diese, militaristische Gehabe von den Republikanern, das ist wieder auf diesen kleinen rechten Flügel der Partei gerichtet. Aber die Mehrheit der Amerikaner sagen in Umfragen, das wollen sie nicht. Sie sind kriegsmüde und sie möchten, dass der Staat endlich mal die Schulden in Ordnung bringt. Sie wissen auch, dass die Mehrheit der Amerikaner, wie Obama sagen, ein Krieg mit Iran wäre sehr schlimm, eine iranische Atombombe wäre schlimmer. Die Amerikaner, erstaunlicherweise, trotz Irak und Iran und Libyen, sagen in der Mehrheit, 63% oder so, was militärische Aktion wäre akzeptabel, wenn Iran wirklich eine Atombombe will. Und das ist auch, was Barack Obama am deutlichsten gesagt hat von allen amerikanischen Präsidenten und alle Äußerungen bis jetzt. Bei seinem Interview hat er gesagt, das ist die rote Linie. Wenn Iran eine Atombombe bekommt, das werden wir verhindern. Und diese konkrete Casus Belli zu definieren, das war auch neu. Das ist das ganze Problem. Wenn wir uns nochmal die Wählerschicht angucken, Sie haben es vorhin angesprochen, welche Wähler sind denn jetzt wirklich die, die am meisten überzeugt werden müssen, auch von Obama, die vielleicht wirklich abgehauen sind, die gesagt haben, wir wollen dich nicht mehr, obwohl wir dich damals ganz toll fanden. Wer ist das? Wen muss er da ins Boot holen? Er muss im Prinzip zweierlei machen. Zum einen muss er seine eigenen Wähler, die er schon hatte, wieder mobilisieren. Die sind im Moment eben sehr wenig mobilisiert. Es gibt keinen großen Enthusiasmus. Das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, weil eben auf demokratischer Seite kein wahrnehmbarer Vorwahlkampf stattfindet. Und zum Zweiten muss er sehen, dass er die, und das sind irgendwie 8% der Wähler, der unabhängigen Wähler in den Staaten gewinnt, die umkämpft sind. Das ist auch wieder nur eine Handvoll Staaten, um die es dann am Ende geht. Also es ist eine relativ kleine Gruppe, die man auch sehr gezielt mit Marketingmaßnahmen beschießen kann, muss man da schon fast sagen. Denn da findet ja dann sozusagen ein Werbekrieg statt zwischen den einzelnen Kandidaten, die da auftreten werden. Und dann wird es eben darauf ankommen, was die Haltungen sind, die die Einzelnen einnehmen und wo man sie da abholen kann. Und da bin ich mit vielem, wäre ich viel, viel vorsichtiger, was hier in den letzten Minuten gesagt wurde. Es kann passieren, dass sich irgendeine internationale Krise eskaliert. Wir haben jetzt letzte Woche
über Israel und Iran gesprochen. Eine Woche vorher haben wir über Koranverbrennungen in Afghanistan gesprochen. Und wer weiß, über was wir nächste Woche sprechen werden. Das ist derart volatil. Auch Syrien volatil. Ist auch ja. Problem. Ist das hängt ja mit dem Iran sehr eng zusammen. Das ist alles sehr volatil und niemand weiß, in welche Richtung das geht. Es gibt aber so ein paar Grundhaltungen, die eben in der amerikanischen Gesellschaft über Jahre gemessen werden. Und die Sympathie für Israel, die bei 2/3 aller Amerikaner eben stabil gemessen werden kann, das ist ein Faktor, der fest ist. Die Ablehnung des Irans und sozusagen den Iran als unsympathisches Land wahrzunehmen, ist etwas, was über Jahrzehnte stabil gemessen werden kann. Und das ist so ähnlich wie mit den Kompetenzwerten, wenn ich das nochmal ganz kurz aufgreifen darf. Das lässt sich innerhalb von wenigen Wochen nicht nach oben drehen. Es gibt gewisse Haltungen, die dann zwar veränderbar sind, aber das erfordert eben ein dauerhaftes politisches Marketing, die ein aber wenig das, aber zu das verändern. Das spricht nicht unbedingt aber gegen Obama. Obama ist immerhin der Mann, der Osama bin Laden endlich mal töten ließ. Also Obama ist durchaus auch jemand, der für sich reklamieren kann. Ich habe diesen Terroristen, ich habe ihn zur Strecke gebracht. Und ich denke, das zählt schon für gerade auch diese unentschiedenen Wähler in der Mitte. Sie wollen natürlich auch, also Sicherheit ist ein großes Thema. Und da hat er wenigstens was konkret vorzuweisen. Das ist aber gar nicht wichtig, wenn ich den einen Satz kurz und dann bin ich still. Sagen kann, gar nicht wichtig. Wir dürfen auch danach noch weiterreden. Ob das unter seiner Administration gemacht wurde oder nicht. Wichtig ist, ob ihm die Kompetenz zugeschrieben wird. Thomas. Und da sind entgegen aller Erfolge die Zahlen ein bisschen anders. Thomas Jäger. Kompetenz zusammengepackt, Führungspersönlichkeit. Und die Leute haben in der Außenpolitik Vertrauen in ihn. Und ich glaube, das ist fast instinktiv. Und ich würde sagen, was immer für eine außenpolitische Krise kommt, es gäbe keinen besseren Präsidenten als diesen, der sie handeln wird. Und aber das zweite Moment, ich habe jetzt noch was Zweites. Und was jetzt auf den Wahlkampf kommt, er ist nicht nur ein toller Präsident gewesen, sondern er ist ein ausgebuffter Wahlkämpfer. Das hat er gezeigt vor 4 Jahren. Und er wird Argumente und Menschen mobilisieren auf eine Art und Weise, der ist ja nicht zufällig, ist jetzt still und wünscht Romney alles Gute. Wenn der Wahlkampf losgeht, wird man einen Obama erleben, der wird die an die Wand lagern. Das ist schön, aber was ist neu bei diesem Wahlkampf? Entschuldigung, Melinda, was ist neu bei diesem Wahlkampf? Kompetenz, alles zusammen. Was ist neu bei diesem Wahlkampf? Wir haben noch die Frage, was könnte Obama bedrohen? Wir sehen, die Republikaner sind nicht dazu in der Lage. Die Wählerschaften neigen eher hinter Obama zu stehen. Eine große Fragezeichen steht über Geld. Geld. Dreimal so viel Geld wie McCain hatte Obama 2008. Ja, wird er es schaffen, so viel Geld mehr als die Republikaner zu organisieren? Wir wissen das nicht, weil wir wissen nicht, wie die Milliardärs in Amerika Geld ausgeben. Wir wissen aber, 25% aller Geld, die Republikaner ausgegeben haben, ist von 5 Leuten gespendet. Also freies Geld in Amerika. Das Schlusswort hat jetzt noch Frau Crane, zumindest noch 15 Sekunden, bevor wir dann am Ende der Sendung sind. Herr Hacke, bitte. Geld war auch das Thema, was ich ansprechen wollte. Das darf man nicht vergessen bei einer Diskussion über die amerikanische Wahl. Es ist mehr Geld im Fluss in diese Wahl als je zuvor. Obama ist ein großartiger Spendensammler. Von daher denke ich, das spricht nicht unbedingt gegen ihn, aber das ist mit Romney auch. Und insoweit, es wird spannend bleiben und es wird sehr, sehr teuer. Und wir verfolgen es auf jeden Fall die nächsten Monate. Herzlichen Dank an Sie hier in der Runde für die Diskussion und Ihnen danke fürs Zuschauen. Bis dahin, schönen Abend. Tschüss.